Alter, was geht ab, Leute? Hier. Heute habe ich ein Video über Freundschaftslevel für euch. Aber zuerst eine Neuigkeit. Gestern Abend wurde Tunnel C-Day angekündigt. Es ist offiziell jetzt bestätigt. Es wurde gemunkelt, geleakt, herausgefunden, was weiß ich. Aber die meisten waren sich ziemlich sicher, nächster C-Day im Oktober, 21. Oktober übrigens, dass Tunnel da kommen wird. Und jetzt offiziell bestätigt von Niantic, jetzt ist es hundertprozentig sicher. Der Bonus ist mein Hassbonus. Reduzierte Kilometeranzahl für die Eier, ein Viertel nur noch. Was an sich eigentlich okay ist, aber wie gesagt, die aktiven Eier werden nicht reduziert. Die muss man erstmal auslaufen. Und dann die neuen Eier, die man während der 3 Stunden startet, nur die sind reduziert. Und wenn man die nicht fertig gebrütet hat während der 3 Stunden, dann werden sie nach dem C-Day wieder auf ihre normale Distanz erhöht. Also meiner Meinung nach so ein schlechter Bonus. Aber egal, Tarnel, C-Day und mit Tarnel, C-Day natürlich dann auch Shiny Tarnel, Shiny Metagross. Attacke ist noch unbekannt, aber die wurde ja vor kurzem auch geleakt. Meteor irgendwas, Meteor Mash. Also an sich auch eine coole Attacke, aber wen interessiert's? Also C-Day Tarnel an sich ist schon geil. Das wird auf jeden Fall wieder eine Menge Leute hypen. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr für C-Day Tarnel gehypt seid. Hashtag Tarnel Hype. Oder Tarnel C-Day Hype. Schreibt, was ihr wollt, Mann. Aber jetzt erstmal zum ursprünglich geplanten Video. Freundschaftslevel Bonus. Jetzt so die Woche kamen die ersten besten Freunde zustande. Das heißt, also für beste Freunde braucht man 90 Tage. Das heißt, vor 90 Tagen wurde das Freundessystem eingeführt. Und jetzt so langsam. Also ich bekomme auch die nächsten paar Tage meine ersten besten Freunde. Am Anfang gab es ja einen Bug und ja, dadurch hat sich Zeit hinausgezögert bei mir. Aber die nächsten paar Tage ist es soweit. Und deswegen wollte ich nochmal die Liste heute durchgehen, weil das immer noch sehr viele Leute nicht wissen. Sehr viele Leute mich immer noch danach fragen. Und es ist auch eine Weile her, wie gesagt, 90 Tage, dass das System eingeführt wurde. Und ich glaube, so lange haben wir nicht mehr auf diese Liste geschaut. Dementsprechend hier nochmal, habe ich wahrscheinlich davor schon eingeblendet, die Liste. Es gibt 4 Stufen, also 5. Die erste Stufe ist halt gar nichts. Erste Stufe, gute Freunde. Das erreicht man nach einem Tag. Man braucht nur eine Interaktion. Zusammen tauschen, zusammen kämpfen, zusammen raiden oder Geschenke austauschen. Und da reicht's, wenn einer eins verschickt und der andere es annimmt. Also es müssen nicht beide was verschicken und beide was annehmen. Man kann nur eine Interaktion am Tag haben, um den Fortschritt zu erhöhen. Dementsprechend reicht eins von beiden. Dann Great Friends nach 7 Tagen. Und Ultra Freunde nach 30 Tagen. Das habe ich gestern im Stream mit Paar gemacht auf meinem kleinen Account. Und dann beste Freunde nach 90 Tagen. Wir gehen erstmal runter zu der unteren Tabelle. Da seht ihr das mit den verschiedenen Leveln und was es genau bringt. Unter anderem eben mehr Schaden bei Raid-Kämpfen oder Arena-Kämpfen. Erste Stufe 3%, zweite 5%, dritte 7% und letzte Stufe 10%. Und diese 10% hauen auf jeden Fall schon richtig krass rein. Und es gibt auch extra Bälle bei Raids. Letzte Stufe, beste Freunde, da kriegt man einfach 4 extra Premierbälle. Das ist natürlich schon ein krasser Unterschied. Jetzt die meiste Zeit habe ich immer die 2 extra bekommen für die dritte Stufe. Zweite Stufe 1 und die erste Stufe kein. Und dann gibt es natürlich auch noch EP, was natürlich alles sehr chaotisch macht, weil man versucht natürlich mit dem Glücksei so viele zu zünden, wie es geht. Da muss man sich mit den anderen koordinieren. Da muss man einfach versuchen, dass alle gleichzeitig ein Ei zünden. Aber für die erste Stufe gibt es 3000 EP. Das war dann eine Zeit lang weg, aber anscheinend ist es wieder da. Sprich, wenn ihr jetzt am Tag einfach 20 Geschenke mal aufmacht, mit Glücksei, dann macht ihr einfach 6000 mal 20, was schon ziemlich heftig ist und das einfach jeden Tag. Dann zweite Stufe, nach 7 Tagen 10.000, mit Glücksei 20.000. Dritte Stufe, nach 30 Tagen, das wie gesagt habe ich gestern im Livestream mit dem Kleinen gemacht, der hat einfach 2 Level übersprungen, von 30 ist er auf 32 gestiegen. 50.000 mit Glücksei 100.000. Das sind bei 20 Freunden einfach 2 Millionen EP direkt. Und dann letzte Stufe, 100.000. Die erreichen wir nach 90 Tagen und wie gesagt mit Glücksei 200.000 EP. Das ist schon heftig und man stelle sich vor, man braucht nur 20 Millionen EP, um auf Level 40 zu kommen. Könnt ihr euch ja ausrechnen, wie viele beste Freunde man braucht mit Glücksei? Gar nicht so viele. Ich wette, demnächst im Internet taucht irgendein Account auf, der nur durch Freunde Level 40 erreicht hat. Das war so der Vorteil von den verschiedenen Leveln, Freundschaftsleveln, aber die Freundschaftslevel haben auch noch eine weitere Funktion und zwar wird das Tauschen dadurch billiger. Und die ganze Zeit fragen mich Leute, hey, ich will Mewtwo tauschen, wie viel kostet das? Das kann man so nicht sagen. Es gibt natürlich verschiedene Faktoren. Wie gut seid ihr befreundet? Hast du das Pokémon schon oder hast du es noch nicht? Und das schauen wir auch nochmal genauer an. Also an sich, jedes normale Pokémon kostet einfach 100 beim Tauschen. Egal welche Stufe ihr habt. Falls du es schon hast und der Gegner auch. Nicht Gegner, dein Partner. Wie komme ich auf Gegner, Mann?
Wenn beide das Pokémon schon haben, also wenn kein neues Pokémon im Spiel ist, dann kostet es einfach 100 pro Pokémon. Und wenn jetzt was Neues getauscht wird, dann kostet es auf der ersten Stufe 20.000, zweite 16.000, dritte, das ist der große Sprung, weil 16.000 ist eigentlich schon ziemlich viel, 1.600 nur noch und dann 800, also für 60 Tage mehr, nur 800 weniger ist jetzt gar nicht so ein großer Unterschied. Und als neu gelten natürlich alle neuen Pokédex-Einträge, sprich auch regionale natürlich, aber auch die Formen. Zum Beispiel verschiedene Inkognito-Formen oder auch die Alolas sind verschiedene Formen. Das zählt dann auch als neu und wird dementsprechend auch teuer. Oder wenn ihr einfach irgendein Pokémon noch nicht im Dex-Eintrag habt, dann ist es auch natürlich einfach neu. Dann gibt es natürlich noch Spezialtausch. Das kann man nur einmal am Tag machen. Oh, neuer Dex-Eintrag ist auch Spezialtausch. Den könnt ihr auch nur einmal am Tag machen. Aber danach habt ihr den natürlich schon im Dex und dann ist es kein Spezialtausch mehr. Und dann ist es auch nicht mehr extra teuer. Aber Legendäre und Shinies sind immer Spezialtausch. Auch wenn ihr den bereits habt, auch wenn ihr den noch nicht habt. Also ein Shiny oder Legendäres, das beide schon haben, ist genauso teuer wie ein reguläres Pokémon, das der eine noch nicht hat. Ihr könnt es hier auch in der Spalte sehen. Sprich, wenn ihr ein legendäres oder Shiny tauschen wollt und der andere es sogar schon hat, müsst ihr trotzdem erste Stufe 20.000 zahlen, zweite Stufe 16.000, dritte 1.600 und letzte Stufe 800. Extrem, extrem teuer wird es dann, wenn es legendär oder Shiny ist oder legendär und Shiny und auch noch neu. Sprich, der andere hat es noch nicht. Alter, ich will das gar nicht aussprechen. Bei der ersten Stufe kostet es einfach 1.000.000 Sternstaub. Auf der zweiten Stufe kostet es 800.000 Sternstaub, was halt immer noch heftig ist. Und jetzt kommt's, dritte Stufe, immer noch 80.000. Das ist halt immer noch richtig krass viel. Und auf der letzten Stufe 40.000, was immer noch richtig krass viel ist. Das heißt, es lohnt sich eigentlich gar nicht, die Shinies zu jagen. Also zum Beispiel, mir fehlen jetzt so und so viele Shinies, dass ich mir die irgendwo hertausche, weil das kostet so viel. Wahrscheinlich kriege ich nicht mal beste Freunde mit allen, die ich tauschen will. Maximal die dritte Stufe. Sprich, für jedes neue Shiny, was ich haben will, muss ich 80.000 Sternstopp zahlen. Gebt euch das mal, wie viel das ist. Das ist halt echt extrem gemacht von Niantic. Manche finden es natürlich gut, weil dadurch kann man sich nicht einfach alles ertauschen. Manche finden es halt echt übertrieben, weil es ist schon echt übertrieben teuer. Aber ja, das war so ein Überblick. Nach langer Zeit mal wieder. Vor allem jetzt, wo es wieder wichtig wird. Weil jetzt viele Leute die letzte Stufe erreichen. Und keine Ahnung, wann wir uns das letzte Mal die Liste angeschaut haben. Ist auf jeden Fall schon eine Weile her, nur um euer Gedächtnis nochmal aufzufrischen und die ganzen Fragen nochmal zu beantworten. Aber ja, ich hoffe, das kommt euch weiterhelfen. Und Tarn C-Day ist bekannt gegeben worden. Freut euch drauf, ich bin auf jeden Fall sehr krass gehypt. Also das war's von mir, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Anomies ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon is serious business.